Der Bitcoin sowie der Rest des Kryptomarktes setzen ihre Seitwärtsbewegung weiter fort und im heutigen Video schauen wir uns an, wo wir aktuell gerade stehen und was uns die On-Chain-Daten verraten. Des Weiteren werfen wir nochmal einen Blick auf die Stablecoins, im besonderen Bezug hier auf den europäischen Raum, denn es könnten tatsächlich einige Regulierungsbedingungen dazu führen, dass die Stablecoins aus Europa komplett verschwinden werden. Viel Spaß mit dem heutigen Video Krypto aktuell. Hallo und herzlich willkommen, Freunde, an diesem Freitagabend zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und im heutigen Video besprechen wir nicht nur die Themen rund um Bitcoin und die Altcoins, sondern wir gehen auch nochmal kurz auf die Stablecoins ein. Hierzu gibt es nämlich einige weitere Informationen, nicht nur in Bezug auf beispielsweise Tether, sondern ebenfalls auch auf die mögliche Regulierung hier im europäischen Raum. Ganz wichtig, diese Videos dienen keiner Anlageberatung. Das möchte ich nur noch einmal klarstellen. Mithilfe dieser Videos möchte ich euch einfach Informationen weitergeben, wie der aktuelle Stand ist, damit du dir selber für dich hier im Hintergrund deine Gedanken dazu machen kannst und dann entscheiden kannst, was du hier machst, beziehungsweise wie du mit dieser Situation umgehst. Ich möchte hier keine Partei ergreifen, weder irgendwas bullisch oder bärisch reden. Ich versuche hier wirklich möglichst transparent euch so viele Informationen wie möglich, so kurz wie es nur geht, zusammengefasst bereitzustellen, damit ihr euch eben nicht auf 30 verschiedene Newspages umschauen müsst. Das mache ich nämlich an dieser Stelle. Reden wir da allerdings nicht länger um den heißen Brei. Lasst gerne Bewertung und einen Kommentar, um mich in den Kanal zu unterstützen. Springen wir auf die erste Folie. Bitcoin knapp über 30.000 US-Dollar, Ethereum knapp über 2.000 US-Dollar. Genau die Bewegung, die wir nun schon seit einigen Tagen beobachten können. Auch der vielen Greedindex hat sich nicht weiterentwickelt. Wir sind immer noch bei 13 Punkten, so wie bereits schon die letzten Tage. Tatsächlich gibt es allerdings eine sehr interessante Bewegung hier in den Märkten und dabei reden wir über den US-Dollar-Index. Dieser hat nämlich zumindest die letzten beiden sehr bullischen Zyklen hier quasi angetrieben. Der US-Dollar-Index zeigt uns ja, wie stark der US-Dollar im Vergleich zu anderen Währungen ist, also im Vergleich zu beispielsweise dem Euro oder auch beispielsweise dem Yen. Aktuell sehen wir, beziehungsweise in den letzten Monaten sahen wir, dass dort quasi ein richtiger Bullrun stattgefunden hat. Sehr, sehr viele Leute wollten in den US-Dollar. Aktuell sehen wir, dass der US-Dollar-Index momentan so eine leichte Korrektur erlebt. Wir reden hier zwar nur über 2%, allerdings müssen wir natürlich daran denken, dass es sich hierbei um keinen Vermögenswert, sondern um unser Fiat-Geld handelt. Durch den leichten Rückgang um 2% sahen wir, dass vor allem auch die Aktienmärkte in Anführungsstrichen etwas aufgeatmet haben, beziehungsweise hier der Druck etwas niedriger wurde. Auch der Bitcoin sieht seit dem Umbruch beziehungsweise seit dem leichten Rückgang im US-Dollar-Index eine relativ ruhige Stimmung. Natürlich, vor wenigen Tagen hatten wir noch hier die großen Abverkäufe bis auf 24k, doch nach dieser Erholung hat sich der Bitcoin halt jetzt auch bei 30.000 US-Dollar wieder relativ fest gefangen. Wir sehen vor allem hier im US-Dollar-Index-Chart, dass wir momentan eben auf eine Korrektur hinlaufen. Das hier sind wöchentliche Kerzen und wir sehen hier einen sehr breiten Zeithorizont, der bis ins Jahr 2017 zurückgeht. Wir sehen hier, dass wir vor allem in den letzten ein, zwei Monaten aus diesem Chartmuster quasi ausgebrochen sind und aktuell geht es wieder leicht runter. Zoomen wir etwas weiter ran, so sehen wir, dass wir eben auf diese Widerstands- bzw. Supportzone zurücklaufen. Hierbei kommt es jetzt natürlich darauf an, ob der US-Dollar-Index sich stabilisieren kann oder ob er möglicherweise an in Anführungsstrichen Wert verliert. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir über einen langen Zeithorizont definitiv eine stärkere Korrektur im US-Dollar-Index sehen, was bullisch für die Aktien- und Kryptomärkte wäre. Short-Term weiß ich jetzt noch nicht so ganz. Vielleicht bestätigt der US-Dollar-Index diese Linie hier auch als Support und das wäre natürlich ein bärisches Zeichen für die breiten Finanzmärkte. Long-Term denke ich allerdings, wie bereits gesagt, dass er hier an Dominanz etwas abgeben könnte, denn momentan ist halt der US-Dollar so attraktiv, weil die US-amerikanische Zentralbank ja angefangen hat, hier tatsächlich jetzt die Zinsen zu erheben. Das quantitative Easing, also die Liquidität wird langsam bald aus dem Markt genommen. Dadurch wird natürlich der US-Dollar interessanter bzw. beliebter, weil halt eben große Kredite immer teurer werden. Ich kann natürlich auch nicht die Zukunft vorhersehen, allerdings sehen wir halt momentan, dass die letzte Woche tatsächlich endlich mal wieder auch etwas zurückging, auch wenn hier natürlich nichts bestätigt ist. Selbstverständlich hat der Bitcoin, wie bereits schon gesagt, vor knapp einer Woche hier einen großen Rückschlag erlebt, als quasi das Luna-Ökosystem komplett auseinandergebrochen ist. Dadurch hat sich natürlich auch eine Top-Kryptowährung hier aus dem Markt verabschiedet und die Marktdominanz des Bitcoins ist etwas angewachsen. Aktuell lanciert diese bei etwa 43%. Es gibt hierzu natürlich die verschiedensten Quellen. Im Allgemeinen ist allerdings festzuhalten, dass einige Analysten aktuell davon ausgehen, dass der Bitcoin tatsächlich wieder auf eine Dominanz von knapp 60% heranwachsen könnte. So sagte beispielsweise der Twitter-Account IncomeShark, wir könnten eine Dominanz-Rally bis 60% sehen. Deshalb müssen Sie bei ALTs vorsichtig sein und sie mit engen Stops traden. Es besteht eine gute Chance, dass Geld ALTs verlässt und in den Bitcoin zurückkehrt. Hierbei gibt es natürlich zwei mögliche Szenarien. Einmal gibt es das Szenario,
Szenario, dass viel Geld aus den Altcoins rausfließt oder dass besonders viel Geld in den Bitcoin reinfließt. Beide dieser Szenarien, beziehungsweise vielleicht auch in Kombination, sorgen dann natürlich für eine steigende Dominanz im Bitcoin selber. Eine Marktdominanz von 60% haben wir seit März letzten Jahres nicht mehr gesehen und sie signalisiert hier dann natürlich, dass auch der Kryptomarkt sich eher in Sicherheit wiegt. Natürlich ist der Kryptomarkt hochvolatil, darüber brauchen wir nicht streiten. Das stimmt natürlich zu 100%, aber wir sehen, dass wenn man im Krypto-Space von sichereren Assets redet, dass dann auf jeden Fall der Bitcoin hier als sicherer Hafen durchsetzt. Aufgrund dessen ist hier auch die Dominanz gerade in Bärenmärkten besonders hoch, weil aus den Altcoins natürlich teilweise eine Menge Kapital rausfließt. Ebenfalls dürfen wir nicht vergessen, dass der Abverkaufsdruck im Bitcoin und im restlichen Kryptomarkt auch noch so weitergehen könnte. So sahen wir vor allem in den letzten Tagen, dass der Zufluss an die Börsen weiter zugenommen hat. Viele Monate habe ich darüber berichtet, dass die Börsenbestände weiter rückläufig waren. Aktuell sehen wir gerade in den letzten paar Wochen, wo der Bitcoin halt eben auch auf 24.000 US-Dollar zurückgefallen ist, tatsächlich die Bestände eher zu den Börsen wandern. Allein in den letzten 24 Stunden wurden Bitcoins im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar an die Börsen geschickt. Auf der anderen Seite wurden natürlich auch Bitcoins von den Börsen abgezogen. Somit haben wir aber trotzdem immer noch eine insgesamte Differenz von knapp 233 Millionen US-Dollar in Form von Bitcoins, die hier positiv auf die Börsen geflossen sind. Somit ist das gesamte Flow hier immer noch positiv, was natürlich den Druck auf den Bitcoin erhöhen könnte, denn die Bitcoins werden oftmals an die Börsen geschickt, um sie eben zu liquidieren bzw. zu verkaufen. Auch bei den restlichen Altcoins sehen wir selbstverständlich eine ähnliche Bewegung. Im Allgemeinen denke ich ja immer noch nachhaltig, dass der Bitcoin hier tatsächlich weitere Rücksetzer erleben könnte. Es ist kein Grund für mich jetzt hier irgendwie Bitcoins abzustoßen. Aktuell sehe ich immer noch eine sehr gute Kaufgelegenheit, auch wenn das natürlich keine Anlageberatung ist. Ein Preisziel von 22.000 US-Dollar habe ich dennoch im Hinterkopf. Auch der RSI setzt momentan weiter seine Talfahrt fort und aktuell sind wir eben auf einem Niveau wie im März 2020. Das ist schon ein relativer Tiefstand, doch während der wirklichen Tiefstände der letzten Bärenmärkte sahen wir tatsächlich einen noch schwächeren relative Stärkeindex hier im Chart geschrieben. Kommen wir noch zu einigen On-Chain-Daten, die ich ebenfalls mal wieder aktualisieren wollte. So sehen wir beispielsweise, dass die Einjahres-HODL-Rave aktuell auf einem Niveau von fast 66% liegt, also 66% der gesamt im Umlauf befindlichen Bitcoins haben sich seit mindestens einem Jahr nicht bewegt. Der Chart spricht hier meiner Meinung nach definitiv für sich. Schaut euch einfach an, wie die letzten Bullen- und Bärenmärkte waren und wie sich im Vergleich dazu eben die Einjahres-HODL-Rave verhalten hat. Des Weiteren sehen wir, dass die Nummer der Adressen, die mindestens einen Bitcoin besitzen, gerade auch während der jüngsten Abverkäufe weiter nach oben geschossen ist. So sehen wir, dass vor allem auch viele Kleinanleger die aktuelle Situation ausnutzen, um sich ihr Portfolio weiter aufzubauen und das ist meiner Meinung nach ebenfalls eine sehr positive Entwicklung. Ebenfalls sehen wir, und das habe ich ja schon die letzten Tage angesprochen, dass auch die Hashrate momentan weiter nach oben steigt. Das steigert natürlich auch das Risiko für eine Miner-Kapitulation, was hier wieder so ein bisschen Risiko mit in den Markt reinbringt. Dennoch sehen wir, dass die Hashrate weiter steigt und damit selbstverständlich auch die Miner-Difficulty. Was wir ebenfalls sehen, und das ist auch eine sehr gute Entwicklung meiner Meinung nach, ist eine Steigerung der Bitcoin-Lightning-Kapazität. Das heißt ganz einfach, dass das Bitcoin-Lightning-Netzwerk immer stärker adaptiert wird, was meiner Meinung nach ein mega positives Zeichen ist, denn gerade dieses Lightning-Netzwerk sorgt ja eben dafür, dass der Bitcoin auch wirklich in seinem Use Case mehr Anwendung findet. Das Lightning-Netzwerk wird hauptsächlich verwendet, um hier vor allem auch kleinere Transaktionen zu extrem günstigen Transaktionskosten durchführen zu können. Es wurde vor allem in den letzten Monaten von sehr vielen Payment-Services hiermit integriert, weshalb natürlich auch hier die Nachfrage weiter steigt. Dennoch sehen wir natürlich, dass der Bitcoin momentan ziemlich weit von seinem All-Time-High entfernt ist. Über 50% sind definitiv nicht zu vernachlässigen. Viele Anleger sind zum aktuellen Zeitpunkt im Minus und extrem viele haben vor allem in den letzten Tagen hier auch Verluste realisiert. So sprechen wir mittlerweile über knapp 14,2 Milliarden US-Dollar an realisierten Verlusten alleine in den letzten 43 Tagen. Ihr seht hier ganz gut in diesem Graphen, wann diese Verluste auftreten und was meistens dann daraus resultiert. An dieser Stelle, Freunde, ich hoffe, wie bereits gesagt, ihr habt kein Geld investiert, auf das ihr angewiesen seid. Zoomt einfach mal raus, wenn ihr in der aktuellen Marktsituation vielleicht auch ein bisschen überfordert seid, weil ihr vielleicht noch nicht ganz so lange am Markt seid. Zoomt weiter raus und schaut euch den Graphen im Allgemeinen an, um nicht eben in Panik zu verfallen, wenn es auch mal teilweise Monate nach unten geht. Denn genau das sind eben die Bärenmärkte. Doch kommen wir zurück auf den Bitcoin im Allgemeinen zu sprechen, beziehungsweise auf die Bank of America. Diese hat nämlich ebenfalls ihre Einschätzung dazu gegeben, ob sich der Bitcoin nun in einen langen Bärenmarkt begeben wird. Die Bank of America
America ist die zweitgrößte US-Bank, die wir haben und hat natürlich hier auch einige Analysten, die solche Aussagen überprüfen. Zum gesamten Crypto-Space sagte die Bank of America, dass das Kryptowährungsökosystem eine aufstrebende Technologieanlageklasse ist und die Token, die das Ökosystem antreiben, wachstumsstarke, spekulante Risikoanlagen gehandelt werden. Hierbei sollte man natürlich nicht vergessen, dass wir momentan in einem riesigen Risk-Off-Modus sind, wie gestern im Video gezeigt, somit natürlich vor allem auch kleinere Krypto-Projekte, die eben noch sehr jung sind, ebenfalls einen stärkeren Abverkaufsdruck sehen könnten. Die Bank of America sagte zudem noch, dass digitale Vermögenswerte mit einem ähnlichen Gegenwind wie traditionelle Vermögenswerte konfrontiert sind, eben auch den steigenden Inflation, erhöhten Zinsen und das erhöhte Risiko einer Rezession, die meiner Meinung nach unausweichlich ist. Dementsprechend scheinen die Auswirkungen des Zusammenbruchs des Stablecoins hier nicht groß genug zu sein, um wirklich eine Bedrohung für den Krypto- oder den allgemeinen Finanzmarkt darzustellen. Dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass Stablecoins natürlich zum aktuellen Zeitpunkt unerlässlich im Crypto-Space sind. So decken sie mittlerweile schon knapp 12% der Gesamtmarktkapitalisierung ab und haben natürlich ebenfalls auch einen massiven Einfluss auf den Kryptomarkt. Aufgrund dessen ist es natürlich besonders interessant und wichtig, darauf zu schauen, wie unsere Regulierungsbehörden mit den Stablecoins umgehen. Ich denke mal, den Zusammenbruch des Terra-Ökosystems haben sehr viele Leute mitbekommen, unter anderem halt eben auch auf Regierungsebene. Aufgrund dessen sind die Stablecoins dort momentan ein heiß diskutiertes Thema und in den folgenden Folien werde ich euch darüber aufklären, was die Regierung hier auf europäischer Ebene tatsächlich mit den Stablecoins planen. Im Besonderen geht es hier natürlich um den aktuell stattfindenden Trilog, bei dem eben der EU-Rat, das Parlament und die Kommission über eine einheitliche Kryptorichtlinie debattieren. Im Grundkonzept soll hier eine Lizenzpflicht für Stablecoins innerhalb des europäischen Raums geschaffen werden. Dabei sollen die institutionellen Unternehmen dann verschiedene Verpflichtungen bekommen, wie beispielsweise die Einreichung eines Whitepapers, Rückgaberechte, betriebliche Verpflichtung und Kapitalreserven. Über all diese Dinge sollen die Informationen hier an die Regierungsebene weitergegeben werden, damit dieser natürlich diese Lizenzpflicht ausstellen kann. Gerade beim Thema Kapitalreserven und so weiter wird uns relativ schnell bewusst, dass damit das Konzept von algorithmischen Stablecoins quasi zunichte fällt. Diese haben hier eben einen Algorithmus, der im Hintergrund läuft und mit diesen Vorhaben würden solche Stablecoins eben keine Lizenz innerhalb des europäischen Raums erhalten. Das ist allerdings meiner Meinung nach gar nicht das größte Problem, denn auch ich bin sehr skeptisch, was algorithmische Stablecoins angeht. Da gibt es mit Sicherheit Algorithmen, die funktionieren, allerdings haben wir halt bisher noch keinen großen Stablecoin gesehen, der als algorithmischer Stablecoin hier tatsächlich überlebt hat. Das viel größere Problem ist meiner Meinung nach allerdings unter anderem das Zinsverbot. So möchten die Regierungsämter ebenfalls ein Zinsverbot auf Stablecoins einführen. Danach dürfen Einzelhändler und Kryptoanbieter im europäischen Raum den Inhabern der wertstabilen Tokens keine Zinsen mehr gewährleisten. Aktuell kann man ja seine Stablecoins staken bzw. als Rücklage hinlegen und dann dementsprechend hierbei Rewards erhalten. Es geht mittlerweile auch schon über Krypto-Plattformen wie beispielsweise KuCoin. Diese bieten hier beispielsweise sehr attraktive Belohnungen. Gerade wenn man sowieso ein paar Stablecoins auf der Plattform hat, kann es hier sehr viel Sinn machen, diese quasi ins Staking zu geben, um quasi zusätzliche Rewards zu erhalten. Denn im deutschen Raum ist ja beispielsweise auch die Haltefrist von 10 auf 1 Jahr reduziert worden. Somit ist es eigentlich in Anführungsstrichen egal, ob du deine Kryptowährungen in Staking gibst oder halt eben nicht. Und gerade auf solchen Plattformen wie beispielsweise KuCoin kann es Sinn machen, wenn du sowieso schon deine Stablecoins dort liegen hast, sie für Staking anzubieten. Das Ganze soll allerdings wegfallen, womit natürlich auch das allgemeine Interesse an Stablecoins wegfallen könnte. Das Katastrophale finde ich hier eigentlich nur das, dass es logische Konsequenzen gibt, warum wir hier quasi Zinsen auf Stablecoins bekommen. So sind das teilweise eben die Transaktionskosten, die erhoben werden, wenn die Stablecoins hier genutzt werden. Warum ein solches Verbot jetzt hier angestrebt wird, finde ich sehr fraglich. Meiner Meinung nach möchten die Regierungsämter einfach diese Stablecoins möglichst klein halten, damit ihre eigenen CBDCs, die natürlich dann in einigen Jahren hier breit etabliert werden, ein größeres Interesse bekommen. So plant man halt jetzt quasi schon, die Stablecoins hier klein zu halten, um die eigenen CBDCs später besser zu promoten. Im Schreiben heißt es hierzu natürlich, dass man durch diesen Schritt des Verbotes der Staking- bzw. Zinsbelohnungen erreichen möchte, dass wertstabile Kryptowährungen als Tauschmittel und nicht als Wertspeicher verwendet werden. Ebenfalls sollen einige Schwellenwerte für Stablecoins eingeführt werden. Darunter zählt beispielsweise ein maximales Angebot, was an Stablecoins hier rausgegeben werden kann. Auch das ist ein weiterer Schritt, um Stablecoins klein zu halten. Wir reden ebenfalls auch über Transaktionsvolumen, welches zusätzlich eingeschränkt werden soll. Patrick Hansen sieht diesen Regulierungsvorstoß der EU relativ kritisch. So schrieb der Krypto-Experte auf Twitter, aus diesen zwei Gründen kann ich mir nicht vorstellen, dass viele Anbieter sich um eine EU-Lizenz bemühen werden. Sie würden sich bei der Emission von der Gnade der EU abhängig machen. Dazu wäre Attraktivität von Stablecoins gemindert, wenn Kryptodienstleister keine Rendite mehr
anbieten können. Der Meinung sind relativ viele Krypto-Experten. Dementsprechend kann es natürlich sehr gut sein, dass die Krypto-Anbieter dann sagen, okay, die haben so heftige Lizenzen, das ist für uns uninteressant, wir schaffen es überhaupt nicht, diese Lizenzen einzuhalten, dann bemühen wir uns halt eben gar nicht erst um eine Lizenz, womit natürlich der Space unregulierter bleibt. Es wäre meiner Meinung nach deutlich sinnvoller, hier eben Regulierungen zu verfassen, die sinnvoll sind, eine Lizenz rauszugeben, die sinnvoll ist und nicht solche Sachen wie beispielsweise Zinsbelohnungen hier einschränkt. Auch Philipp Sender ist der Meinung, dass europäische Kryptobenutzer einfach auf Börsen außerhalb der EU zurückgreifen würden, um halt eben hier diese Belohnung zu erhalten. Das Thema Stablecoins ist vor allem in letzter Zeit ziemlich groß geworden. So sagte Philipp noch zudem, der Regulierungsansatz der EU zu Stablecoins ist meines Erachtens mit erheblichen Risiken für Kryptoökonomie in Europa verbunden, von Schwellenwerten über Transaktionen bis hin zu dem Entfall von Verzinsung auf Staking. Selbstverständlich sehen wir vor allem in den letzten Wochen einen relativ großen Gegendruck gegen Stablecoins. Der Grund dafür war natürlich keine Regulierungsvorstöße, sondern der Zusammenbruch des Terra-Ökosystems. So sehen wir zum aktuellen Zeitpunkt, dass das Stablecoin-Angebot im letzten Monat um 8,4 Milliarden US-Dollar zurückgegangen ist. Somit sind gerade sehr viele Investoren dabei, ihre Stablecoins hier zurück in Fiat zu tauschen. Dabei hat sich eine Bewegung ganz besonders bemerkbar gemacht, nämlich die zwischen USDC und Tether USD bzw. USDT. So sahen wir vor allem in den letzten Wochen, dass die Gesamtmarktkapitalisierung des USDC-Tokens gestiegen ist, wohin auf der anderen Seite der Tether-eigene USDT-Token an Marktkapitalisierung verloren hat. Die Angst rund um Tether nimmt weiter zu. Gerade in den letzten Tagen ist Tether natürlich wieder stärker unter Kritik geraten, denn der Peg bzw. die Stabilität des Stablecoins hatte sich hier gelöst. Zudem gab das Unternehmen erst vor kurzem bekannt, dass sie im ersten Quartal des Jahres 2022 knapp 17% ihrer Commercial Paper Bestände bzw. ihre Aktien hier abgestoßen haben. Die Reduzierung wurde in den Folgemonaten weiter fortgesetzt und auch im aktuellen Quartal nehmen sie weitere Reduzierungen vor. Am 30. Juni 2021 beliefen sich noch die Commercial Papers, also die Einzelaktien und Einlagenzertifikate, auf knapp 30,8 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet knapp 49% des damaligen Vermögens von Tether. Also sie hatten damals knapp 50% ihrer Reserven eben in Einzelaktien. Die Bareinlagen, wenn man nach dem Tether-Bericht geht, haben sich von knapp 4,2 Milliarden auf 4,1 Milliarden reduziert, wobei die Bestände der Staatsanleihen von 34,5 auf 39,2 Milliarden US-Dollar erhöht wurden. Ich muss ganz ehrlich sagen, damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet in diesem aktuellen Bericht. Bargeldeinlagen von gerade einmal 4 Milliarden US-Dollar halte ich für sehr, sehr wenig, gerade wenn wir sehen, wie viel Cash momentan abgezogen würde. Ebenfalls lagen zu Mitte des letzten Jahres die Commercial Papers bzw. unter anderem die Aktien hier noch bei knapp 49% des Gesamtportfoliowerts. Ihr wisst, wie sich vor allem in den letzten Monaten hier viele Einzelaktien entwickelt haben. Meiner Meinung nach ist das ganz schön besorgniserregend. Ich will hier natürlich nicht für Angst sorgen. Ich persönlich bin nur auch relativ skeptisch, was den USDT-Token angeht. Ich möchte hier keine Angst verbreiten. Ich glaube nicht, dass dieser kollabieren wird, aber ich persönlich halte mich lieber davon fern. Ich nutze lieber Stablecoins, von denen ich weiß, womit meine Einlagen hier wirklich gedeckt sind. Kommen wir an dieser Stelle noch zu wenigstens einer sehr positiven News, denn die Kryptolegalisierung in Russland ist angeblich nur noch eine Frage der Zeit. Laut Denis Mutarov, dem russischen Minister für Industrie und Handel, werden Bitcoin und andere Kryptowährungen in Russland bald legalisiert. Seiner Meinung nach ist es nur noch eine Frage der Zeit. Bei einer Bildungsveranstaltung sagte der Minister, die Frage ist, wann und wie reguliert wird. Sowohl die Zentralbank als auch die Regierung befassen sich aktiv damit. Auch der russische Premierminister Mikhail Mishustin, es tut mir leid, ich spreche den Namen hundertprozentig falsch aus, hält das russische Finanzsystem reif für die Integration mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Momentan rangiert Russland auf Platz 3, wenn man nach Bitcoin Mining geht, hinter Kasachstan und den USA. Russland ist vor allem in Bezug auf die Bitcoin-Adoption in den letzten Monaten einige Schritte nach vorne gegangen. So akzeptieren sie ja zum aktuellen Zeitpunkt beispielsweise den Bitcoin im Austausch zu Gaslieferungen für befreundete Staaten. Ebenfalls soll der digitale Rubel bereits im nächsten Jahr eingeführt werden. So viel auf jeden Fall zu diesem Thema. Ansonsten gab es keine großen News. Wie bereits gesagt, die Tether-FUD nimmt momentan weiter zu. Ich persönlich halte mich vom Stablecoin fern, solange er auf jeden Fall noch stable ist, auch wenn ich natürlich hier keine Angst verbreiten möchte. Ich denke nicht, dass er zusammenbrechen wird, aber ich sehe einfach andere Stablecoins, die deutlich transparenter umgehen und aufgrund dessen lasse ich mein Geld lieber dort liegen. Das war es allerdings mit dem heutigen Video. Ich wünsche euch allen noch einen entspannten Freitagabend. Ich hoffe, ihr habt eine wunderschöne Woche gehabt und jetzt ein entspanntes Wochenende. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao Freunde.